Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Burg Rothenfels. Wenn wir wirklich auf der Tagung wären im Juli, würde ich jetzt mit einem Wunsch beginnen. Sie hätten die letzte Nacht im Burghof, mondbeschienen, verträumt in Gesprächen miteinander oder unten am Fluss. Und Sie hätten danach wonnevoll geschlafen und wären wohl ausgeruht für den heutigen Vormittagsvortrag. Vor allem, Sie möchten bei so viel Schönem, das ich wünsche, Sie hätten es erlebt, noch in Erinnerung halten, wovon wir in der letzten Vortragsveranstaltung gesprochen haben. Es geht um Gestalten des Bösen. Und heute haben wir uns vorgenommen, in der dritten Einheit zu sprechen über den Zwischenzustand zwischen Tragik und Erlösung. Bis dahin haben wir geschildert die Problematisierung des Gottesbildes im Angesicht einer Welt, die oft ganz anders aussieht als gut, harmonisch, wohltuend, im Gegenteil kontrastreich, konflikthaft, inwendig, widersprüchlich und zerrissen. Und dann sind wir in der letzten Stunde die Gestaltungen des Bösen durchgegangen, wie sie kulturgeschichtlich in der Übernahme alter Gottheiten präsent geworden sind, vom Christentum dementsprechend umgeformt oder als heidnisch geradewegs verfolgt und verfemt, dann aber im Innenraum Wiederkehr gefunden haben in der Vorstellung, man könnte Mächte, Außernatürliche inmitten der Natur, entsprechend dem eigenen Wünschen der Kraftübertragung von Energien in einem Pakt mit dem Teufel zum eigenen Vorteil und zum Schaden aller möglichen anderer Menschen gezielt einsetzen. Ende des 15. Jahrhunderts hat die Kirche diese Lehre nicht mehr bekämpft, sondern selber übernommen. Sie hat selber angefangen, Hexer und Hexen zu verfolgen. Sie hat Hinrichtungen in Inquisitionsgerichten dagegen eingesetzt, um abzuschrecken. Sie hat dann Denunziantentum aufgemacht, weil ja in der Nachbarschaft gerade jeder Beschädigte wissen konnte, dass gegenüber die hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Mann, diese Frau schon, wie sie aussehen, mit dem Bösen in Verbindung stünden. Das alles haben Sie gehört und wir können es auf sich selber beruhen, das heißt der Vergangenheit übergeben. So wäre es, wenn es sich nicht in anderen Gestalten wieder aufführen würde. Wir haben in der letzten Vorlesungseinheit noch erwähnt, wie zum Beispiel 1952 in der McCarthy-Ära die Hexenjagd genauso wieder weiterging. Regimefeinde, Kommunisten, Demokratiegegner. Das war damals, als man einen Mann wie Oppenheimer vor Gericht stellen konnte, weil er sich weigerte, die Wasserstoffbombe zu bauen. Wir haben das heute in dem seit 2001 erklärten weltweiten und zeitlich unbegrenzten Krieg gegen den Terrorismus. Und wenn uns das nicht hilft, haben wir wieder die Rückkehr in den Kalten Krieg gegenüber den Großmächten. Es hat eigentlich nie aufgehört, Menschen zu verfolgen, weil sie anders sind als wir selber. Was kann man tun, wenn die Neigung in den Menschen sich derart auflädt, mit Hass, mit Angst, mit Kampfgeist, mit rigorose Ausschaltung von Gefahren, die wir in aller Regel uns selber einbilden, aber dann für real nehmen. Am Ende der letzten Vortragseinheit haben wir versucht, eine Art harmonischen Abklang und Abspann zu finden. Die Erzählung eines Buches, von dem Luther meinte, es steht nicht im Alten Testament, ist aber nutziglich zu lesen, das Büchlein Tobit. Sie werden es in Erinnerung haben, in den groben Zügen. Ein Mann kann die Welt nicht mehr sehen, weil er erblindet unter dem Vogelkot, der am Abend, als er zum Himmel schaut, in seine Augen fällt. Und das, sagten wir, ist ein Bild für die Umdüsterung seines Seelenzustands. Er sieht eigentlich nur noch Tod und Leid und Unrecht. Ist ein Jude auf fremdem Land, lebt nach den Gesetzen, aber wird angefeindet dafür, sogar von den eigenen hebräischen Volksgenossen. Er ist völlig isoliert, er ist völlig allein, er will das Richtige tun, aber wir sagten, es ist wie wenn jemand immer wieder in den Eissturm gegenan gehen muss. Und das Gesicht verhärtet sich, verformt sich, bildet Falten, es wird ungütig, es wird fest, es ist nicht mehr kompromissfähig, es versteinert. Und das macht ihn am Ende selber zum Schuldigen.
Seine Frau hat durch Handarbeit das Geld zusammengebracht, ein Zicklein sich kaufen zu können, aber Tobit sinnt darin erneut. So etwas wie ein Diebstahl. Und ein krummes Geschäft muss da gewesen sein. Und er schimpft seine Frau dafür aus und die beklagt sich schwer. Er kann selber in seiner Gemahlin, die nur Gutes will, nur Böses sehen. Und das begreift er selber, er will gar nicht mehr leben. In diesem Augenblick kommt ihm die Idee, dass da alte Gelder, Kredite in Ekbatana einzuholen wäre und seinen Sohn könnte er dahin schicken. Und das wird, ohne dass er es merkt, begleitet werden von einem Engel, der sich ganz am Ende der Geschichte zu erkennen gibt als einer von denen, die am Throne Gottes stehen. Raphael, Gott ist es, der heilt, ist der Name. Normalerweise hätten wir in Rothenfels immer wieder Einheiten zu Diskussionen, zu Fragerunden. Ich kann nicht wissen, was Sie fragen würden, aber ein bisschen ausdenken könnte ich es mir schon. Eine Frage spielt ganz sicher eine Rolle, jedenfalls tue ich mal so, wie wenn Sie die hätten, und erlaube mir, sie zu beantworten. Was ist es denn mit den Engeln? Was ist es mit Raphael? Was ist es mit den sogenannten Erzengeln? Das sind nicht solche, die aus Erz gegossen werden, also Bronzestatuen gewissermaßen, sondern Erz ist das griechische Ares, Ursprung. Prinzipielle Begleitung durch Gott, das sind Erzengel, Urengel. Wenn Sie so wollen, die Versammlung von etwas, das wesentlich gilt und dann Gestalt gewinnt. So ähnlich müsste ich jetzt den Glauben an Engeln überhaupt erklären. Ich kenne eine Reihe von Leuten, die kaum noch wagen, an so etwas wie Gott zu glauben. Aber dann tauchen Engel auf. Sie wollen nicht unbegleitet und unbehütet durch die Welt gehen. Sie möchten Gründe für ihr Vertrauen finden. Nun steht über Engel zwar im Neuen Testament manches, im Alten Testament weniges, bis auf diese außerbiblische Geschichte vom Büchlein Tobit. Es kommt aber immer wieder vor, dass dem Moses zum Beispiel in Exodus 3 der Engel Gottes erscheint. Das sind jetzt nicht die Engel, an welche Sie denken würden. Der Engel Gottes ist ein bestimmter Bote mit einer bestimmten Information, einem bestimmten Auftrag, in einer bestimmten Schicksalsstunde, zugesandt, unmittelbar, direkt. Wir könnten symbolisch und bildlich sagen, es ist ein Aspekt an Gott oder an der eigenen Wesensbestimmung, an der Wahrheit des Lebens, der uns aufscheint und den wir zu sehen bekommen. Und der natürlich nimmt uns verpflichtend in Dienst. Das ist uns wesentlich. Klingt alles sehr geheimnisvoll, aber Sie können es aus der eigenen Erfahrung ähnlich sich sagen. Wir erfahren etwas, das uns Hoffnung oder Glauben oder Vertrauen schenkt in Situationen, wo das alles andere als selbstverständlich ist, wo ganz gegenteilige Gefühle der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit, der Einsamkeit sich ausdehnen wie die Sahara nach Süden hin. Es gibt dagegen scheinbar überhaupt kein Hilfsmittel. Und genau dann, wenn wir nicht weiter wissen, kann es sein, dass eine Begegnung im Leben, vielleicht sogar schlagartig oder nacheinander, vieles ändert. Das ist eine Erfahrung, die wir jetzt nicht mehr esoterisch auflösen können in Kraftübertragung, in Energiemitteilung, in Channel zum Weltall und zum Kosmos hin. Lassen wir das beiseite. Es ist gebunden an eine personale Nähe. Selbst wenn Ihr Hund Sie tröstet und Sie sehr traurig sind, hat dieses Tier persönliche Züge schon, wie es schaut, welche Gefühle es mitbringt, wie nah es Ihnen steht. Sie sehen deutlich das Mitgefühl Ihres Tieres, wie wenn es eine Person wäre. Er ist kein Mensch, aber ganz dicht daran, und er redet auf jeden Fall zu Ihnen als einem Menschen. Wenn es richtig zugeht, wird mitunter Ihnen etwas als Person zugesandt in Ihr Leben. Und an der Seite dieses Sendboten, biblisch gesprochen, dieses Engel, Engel auf Griechisch heißt eigentlich der Sendbote, wird in Ihrem eigenen Wesen, in Ihrer Wahrheit, in Ihrer Biografie etwas Neues sichtbar, das bis dahin wie verschüttet war.
dass sie auch nicht mit dem Spaten hätten ausgraben können, und wenn hätten sie nur totes Gebein zu finden vermeint. Jetzt aber beginnt es zu leben, in ihn. Unvordenklich, nicht planbar, nicht festgelegt, ein wirkliches Geschenk. Wenn Sie die Erfahrung von Engeln in der Bibel oder besser noch in Ihrem eigenen Leben so verbinden, berührt es eine wesentliche Ahnung, Sie sind eigentlich nie ganz alleine. Da ist eine Kraft, die, wenn Sie sie spüren, wirklich heilsam sein kann. Und sie hat eine persönliche Gestalt. Ein anderer Mensch kann das sein, eine wirklich tiefe Erinnerung, die wieder wach wird. Durch Zufall blättern Sie in irgendeinem Album und mit Mal tritt es Ihnen vor Augen. Das war Ihr Großvater, haben Sie jahrelang nicht gedacht, aber wie war das damals, als Sie auf seinem Schoß saßen? Wie hat er gespielt? Was hat er gesagt? Sie waren von Ihren Eltern mal fast wie verstoßen. Die hatten Grund, Sie zu strafen, aber Großvater hat das verstanden. So etwas sind Engel von Gott. Und wenn es schon so ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie überall sein können. Das Lächeln eines Menschen, der sich wie am Rande seines eigenen Lebens fühlt, trifft mit Mal jemanden, der ihm seelenverwandt zu sein scheint, ein Bettler am Straßenrand. Oder jemand, der sich auch auf Krücken durchs Leben schleppt, wie er selber. Und es begegnen sich für die Sekunden nur im Austausch zwei Augenpaare, die einander ahnen, wie verwandt sie sind, gehen über diese Straße und wissen, dass ihr Lebensweg immer weitergehen wird. Halten wir es dafür, dass so etwas möglich zu erfahren ist und dass es uns ständig so umgibt. Es gibt im 23. Psalm einmal im Gebetbuch Israels eine sehr schöne Umschreibung für diese Erfahrung. Gam ki elech bege tzalmavet lo ira ra'a ki ata imadi, auf Hebräisch. Ich zitiere es so, weil ich sicher bin, Jesus hat das hunderte von Malen gesprochen, sich selber zum Trost, vielleicht in Gethsemane sogar, denn muss ich auch gehen durch Todschattenschlucht, so fürcht ich kein Unheil. Du bist doch bei mir. Das ist der Beistand, den Tobit wiederentdeckt in der Gestalt des Engels Raphaels, einer der Engel, die an Gottes Thron stehen. Manchmal, zum Beispiel in Münster, gibt es und gab es eine Klinik, die so hieß, die Raphael-Klinik. Das war nicht das Versprechen, wir heilen hier, weil wir die besten Ärzte sind, jede Krankheit, mit der ihr eingeliefert werdet. Es war das Versprechen der Ordensschwestern, die der Dienst taten, egal was dir widerfahren wird, Gott wird bei dir sein und du brauchst nicht Angst zu haben. Eine Gefahr liegt in dieser Vorstellung des Engels, dass dieses Vertrauen zerbricht an der Ungeheuerlichkeit der Welt. Wir haben davon gesprochen, dass es Teufel gibt. Wir haben im letzten Vortragseinheit davon geredet, wie die Vorstellung zustande kommt, die Widersprüchlichkeit der Naturkräfte, die alte Religion in ihrer Tradition, in neuer kultureller Umgebung. Das alles haben Sie in Erinnerung, denke ich, sich gut gemerkt, könnten Sie, falls Sie Lehrerin sind oder Erziehungsperson, Vater oder Mutter, weitergeben. Auf eines haben wir noch zu wenig Wert gelegt. Ich bin immer dafür, dass die Religionen sich untereinander verstehen und nicht kämpferisch im Besitz der einzigen korrekten Wahrheit sich bekämpfen. Was die Idee angeht, weswegen es Teufel geben könnte, sind die Christen moralisch einseitig und tun deshalb den Menschen Unrecht. Was sie gelernt haben werden, ist der alte kanaanäische Mythos. Es gab den Morgenstern, den Engel Schachar, der Venusstern im griechisch-römischen Kulturraum. Und der hat mit seinem stolzen Licht am Morgen vermeint, die Sonne überstrahlen zu können. Er hat die ganze Nacht geschienen als das hellste Gestirn. Und das wird uns erzählt, im kanaanäischen Mythos ist ihm irgendwie zu Kopfe gestiegen vor Stolz. Dann kommt die Sonne wirklich und er wird in die Finsternis gestürzt. Dass der Lichtträger
Der Venusstern am Magen breitet ja die Sonne vor. Er ist wirklich der Lichtträger, nicht mehr dienstbar dem Sonnenaufgang ist, sondern ein Konkurrent sein möchte, der ihn völlig überstrahlenden Sonne gegenüber. Das macht ihn, den schönsten aller Sterne und Gestirne, aus Ungehorsam, Eigensucht, Stolz zum Gegner des Göttlichen, und dafür wird er gestürzt. Das hat man übertragen in die Vorstellung, dass der schönste, größte, feinste aller Engel, der Lichtträger selber, sich verwandelt hätte in den Satan. Uns wird nicht erklärt, warum. Es bleibt dabei bei den Theologen bis heute auf Stolz. Das könnten wir hinnehmen, wenn das nicht genau die Vokabel ist, mit der Menschen, die gründlich etwas falsch machen, die wie vom Teufel sind entsprechend der Wahrnehmung, die nur Sünder sind, gekennzeichnet würden. Ich will jetzt nicht den Teufel verteidigen und ihn in Schutz nehmen vor den Theologen, aber die Menschen, die man verteufelt, unbedingt. Wenn wir sagen, das Schlimmste, was Menschen in die Abkehr von ihrem Wesen, von Gott, von dem, was sie sein sollten, treibt, ist Stolz, Hochmut, haben wir einen psychologisch völlig falschen Ansatz. Es stimmt menschlich nicht und vor allem, es wird sofort moralisiert. Stolz ist ein Laster, das muss man sich abgewöhnen. Und was tun wir dagegen? Demütigen. Ein Menschen, der stolz ist, den müssen wir demütigen. Wie in einem deutschen Gericht. 3 Jahre Haft, da können Sie über sich nachdenken. Sind Menschen eigentlich so, dass sie das Schlimmste machen aus Stolz? Eigentlich habe ich das noch nie gesehen. Aus Minderwertigkeitsgefühlen, ja. Um vor den Augen der anderen etwas zu scheinen, das man in Wahrheit gar nicht ist. Vorige Tage habe ich durchgeblättert, Truman Capote, kaltblütig. Ist eine furchtbare Geschichte, wo 2 junge Männer, 4 Leute, völlig unschuldige, 2 Kinder und die beiden Eltern ermorden. Buchstäblich mit dem Messer in die Kehle durchschneiden und zusammenschießen. Kein Staatsanwalt versteht das. Die Polizei macht sie dingfest mit aller rabiaten Energie. Und sie werden hingerichtet werden. Aber warum passiert das? Wieso kommt das? Die Geschichte ist von Truman Capote in einen Roman gefasst worden, aber den Tatsachen ganz und gar entsprechend. Und mit Mal haben sie einen jungen Mann vor sich, der körperlich sich schon minderwertig fühlt, zu klein geblieben, mit den Beinen funktioniert es nicht. Er wird kein Mädchen abbekommen, er wird das hilflos versuchen, aber kein Glück haben. Während sein Kollege, den er im Gefängnis kennenlernt, von ganz anderer Art ist, das ist ein großer Angeber, ein Frauenheld, der immer irgendwo was aufzureißen und anzumachen versteht. Von dem hält er nicht viel, er weiß sogar, dass der im Grunde vor lauter Angst halb pädophil ist. Das nimmt er ihm übel, aber obwohl er von diesem Kollegen gar nichts hält, will er von ihm bewundert werden. So paradox sich das anhört, das im Grunde ist die Ursache für eine furchtbare Gewalttat, nicht schwach zu erscheinen, männlich zu sein, so groß zu sein, wie man den anderen vermutet, rein projektiv. Das ist nicht Stolz. Angeberei ist auch kein zutreffender Ausdruck. Das ist ein Medikament, mit dem man sich selber vergiftet. Aber genommen wird es gegen den Abgrund, ein gar nichts zu sein. Nicht Stolz ist das, sondern ein Minderwertigkeitsgefühl, das nach irgendeinem Strohhalm sucht, um sich daran festzumachen, sich eine Maskerade aufsetzt, die Lüge kennt, die damit nach außen getragen wird. Aber wenn es begonnen hat, muss man da weitermachen. So erklärt man und so begreift man nicht, was im menschlichen Herzen vor sich geht. Sie hätten jetzt schon die richtige Therapie dafür. Sähen Sie im Hintergrund des sogenannten Stolzes, der Frau, die sich in die Brust wirft, der Mann, der sich wie ein Gorilla breitbeinig vor dem anderen hinstellt, wüssten Sie, es hilft nicht Verurteilung, nicht Demütigung. Ihm beibringen, was für ein Würstchen er wirklich ist, ihn niedermachen. Er soll jetzt so klein mit Hut unter die Tür durchgehen. Er ist ein gar nichts, aber ich zeig's dir jetzt. So kommen wir überhaupt nicht weiter. Aber wir könnten die Gründe begreifen, warum der andere nötig hat, so aufzutreten. Mit viel zu breiten Schuhen in viel zu kleinen Füßen. Wir müssten sehen,
in welchen Brechungen er wirklich lebt, welche eine Geschichte dahinter steckt. Wir müssten ihn aufrichten. Wir glauben ihm seine Größe nicht, aber wir nehmen sehr ernst die Selbstverachtung, mit der er groß geworden ist, und die hat so viele Gründe. Ich werde gleich an genau der Stelle weitermachen, denn es geht weiter, bis in die Politik hinein, bis in die Umgangsform, buchstäblich bis ins Verbrecherische, wie schon angeklungen. Ich komme zurück auf unser Problem, das wir damit nicht einmal, den Teufel, verstehen. Nicht in der christlichen Theologie, in der falschen Interpretation einer kanaanäischen Mythologie. Der Koran, die Muslime, könnten sehr hilfreich sein. In der zweiten Sure des Koran und in der siebten Sure des Koran haben sie lange Geschichten, wie der oberste der Diener Gottes, der Dschinn, der Geister, zum Teufel wurde. Die Geschichte ist genial. Sie trifft den Kern einer Ebene des Bösen. Die Geschichte geht dahin, dass der Teufel, das heißt der oberste der Geister, eben noch lange nicht der Teufel, sah, dass Gott die Erde schaffen wollte. Dieses Lichtgestirn, sagen wir, dieser reine Geist, diente Gott gerne, dem höchsten aller Geister. Es war eine Welt ohne Leid, ohne Schmerz. Alle waren darin vereinigt. Nichts kann schöner sein, als sich geistig verbunden zu fühlen. Auch die Widersprüche, die Unterschiede, die dann auftauchen, miteinander im Gespräch und in höheren Synthesen zusammenfügen zu dürfen. Es ist wunderbar, dabei zu lernen, zu reifen, geistig, seelisch in sich selber. Das ist der Himmel. Und so müssten wir uns den Obersten, der Lichtträger, den Luzifer in der Sprache der Lateiner, vorstellen am Throne Gottes. Und nun, von Ewigkeiten her, aus Gründen, die man nicht begreift, für die es keine Erklärung gibt, lässt sich Gott einfallen, er will die Welt schaffen. Das Aufregende für einen reinen Geist, er will die Welt allen Ernstes schaffen aus Materie. Das ist ein Problem unterschwellig, das sich erhalten hat im ganzen Abendland. Denn sobald sie eine Welt haben, aus Materie, mit dem Tisch, auf dem sie ihre Hände legen, dem Stuhl, auf dem sie gerade sitzen, haben sie unvorstellbar auch identisch den Kampf ums Dasein. Jede Blume, die in den Sommerhimmel wächst, braucht das Licht für den eigenen Energiehaushalt, kann gar nicht schnell genug, hoch genug wachsen, um eine andere Blume in den Schatten zu stellen, die darunter buchstäblich nicht mehr hochkommt. Nicht einmal die Pflanzen sind unschuldig. Sie graben sich das Licht ab. Und alle Tiere sind darauf angewiesen, von Pflanzen und eines Tages voneinander zu leben. Beutegreifer, Opfer, Kampf ums Dasein, mit aller Grausamkeit. Manchmal gibt es üble Fernsehserien, in denen das genau so geschildert wird. Animal Fight. Und natürlich wird das sofort übertragen auf das, was auch Menschen einander zufügen können. Mit Berechtigung des Hasses aufgeladen in einem Viereck, das aussieht wie ein Boxerring, fügen sie sich alles zu bis zum vollkommenen Erliegen ihres Gegners. So würden das Tiere machen. Schlimmer noch können das Menschen machen. Da begegnen sie einer Variante des Bösen und sie hat letztlich damit zu tun, dass auf dieser Erde alles knapp ist. Die Sonne verschleudert unglaubliche Mengen von Energie und nur ein winziges in dem Richtungsfeld auf den kleinen Planeten Erde erreicht uns und davon auch nur die Hälfte der Zeit, weil die Erde sich dreht und dann nur an den Rändern, Tag und Nacht. Aber um das Wenige der riesigen Energiemenge, die von der Sonne kommt, müssen die Lebewesen hier auf dem Planeten kämpfen, buchstäblich auf Leben und Tod. Alles, was wir Leben nennen, ist nur die Ansammlung von Energie, die sich erhält in rückgekoppelten Mechanismen. Eine Zeit lang. Bis zum Tod. Und von dem Tod lebt sofort anderes Leben wieder. Man muss nicht Arthur Schopenhauer sein, um diese Welt furchtbar zu finden. Ich möchte nicht Gott sein.
schrieb um 1840 Arthur Schopenhauer, das Leid der Welt griffe mir ans Herz. Arthur Schopenhauer war kein Teufel, aber des Leids inmitten einer endlichen materiellen Welt wegen weigerte er sich zu sprechen wie Genesis 1 an jedem Schöpfungstag und Abend, und Gott sah, dass es gut war. Denken wir uns ein rein Geist, der begriffen hätte, das sei der Plan Gottes, dann verstehen Sie den Urwiderspruch, der darin liegt, und Sie hätten ein wirkliches Motiv zum ganz und gar Bösen. Sie hätten einen Geist, der nicht will, dass diese Welt überhaupt entsteht, und wenn sie entsteht, hätten Sie den Willen, dass sie bald zugrunde geht, keine Dauer hat, dass sie sich wieder einfügt in die Ruhe, die Gott alleine wäre mit sich selber, aber nicht diesen Tumult, nicht diese endlosen Klage und Wehrufe. Schluss damit. Der Koran erzählt, dass es spätestens in Widerspruch gerät, nicht dieses metaphysischen Hintergrunds wegen einer leidvoll organisierten Welt, die den Schmerz braucht für ihre Stabilisierung, sondern dass der Teufel, der er wurde, das Problem hatte, er sollte sich niederbeugen und der Staubgeburt des Menschen dienstbar werden. Die Dschinn als reine Geister waren, man weiß es nicht, aus dem Atemwind Gottes selber geschaffen oder aus Feuer, in jedem Falle etwas Höheres. Der Mensch, wie Sie selber wissen, ist eine Staubgeburt. Kurzzeitig, vergänglich, Kohlenwasserstoffketten, Moleküle, die nach kurzer Zeit sich wieder auflösen. Staub zu Staub, ganz wörtlich, Kohle zu Kohle. Wenn es das ist, wird dein reiner Geist sich weigern, dem dienstbar zu sein. Wofür eigentlich? Jede mathematische Formel ist wie von der Ewigkeit dem Menschen ins Herz gelegt, nur weil er denken kann. Aber was sein Körper ist, hat überhaupt keine Beständigkeit. Der Oberste der Geister, Iblis heißt er jetzt, von dem griechischen Wort Diabolos, der Teufel, hat sich geweigert, das zu tun. Dem Fehlerbehafteten, kurzzeitig Lebenden, mit Mühsal beladenen, staubgeborenen Menschen dienstbar sein zu sollen, war nun wirklich eine Kränkung für ihn. Das lohnte nicht. Dagegen weigerte er sich. Er wollte die reine Welt wieder. Das machte aus dem Besten und Obersten der Geister nach der 7. Sure im Koran Iblis, den Teufel. Wir haben eine Neigung in uns Menschen, verführerisch zu sein durch das absolut Gute, das wir wollen. Jetzt sind wir auf der richtigen Spur, denn wir müssen noch einmal uns erinnern an Tobit und sein Leiden, alt geworden. Tobit wollte, haben Sie gerade noch gehört, die ganze Welt nicht mehr sehen, weil sie so schlecht ist. Sie ist wie eine Kotauswurf seiner eigenen Gedanken. Vögel, die die Sicht auf die Erde, auf alles Schöne, was darin sein könnte, am Ende wegätzen vor Leid. Man kann es nicht mehr sehen, man will es nicht mehr sehen, man wird es nicht ertragen wollen. Dann kann man eigentlich nur noch zerstören. Tobit macht das mit seiner Blindheit. Er blendet aus, er schaltet ab. Aber wir können uns das natürlich auch aktiver denken. Und dann hätten Sie den Widerspruch im Ganzen gegen eine Welt, die unerträglich wird. Keinen Geringeren kenne ich, der das einmal in Romanform geschildert hätte, als den Amerikaner Herman Melville in dem großen Roman Moby Dick. Da zeichnete er in Kapitän Ahab an Bord der Pequod, einem Walfänger, einen schwer verletzten Menschen, der auf dem Elfenbeinstock eines Wals sich durchs Leben schleppt, eine Prothese, die er dauernd mit sich tragen muss und die ihn den Schmerz erinnern lässt, als er amputiert wurde, weil ein Wal Moby Dick ihn verletzt hat. Jetzt haben Sie beides, wovon wir gerade gesprochen haben, den verletzten, vernichteten Anspruch auf Selbstachtung. Eines Mannes, von dem Melville erzählt, er ist ein armer Leutekind, mehr noch das Kind einer wahnsinnig gewordenen Frau, die kurz nach seiner Geburt gestorben ist. Ein Niemandskind, ein Waisenhausfindling,
Halb verwirrt, nur deshalb konnte man ihn Ahab nennen, den Namen eines israelitischen Königs, der von Gott verflucht wurde. Ahab hat es versucht, allen auf einen Taket recht zu machen. Er wurde der beste Walfänger. Ein Kapitän, der seine Pequod steuerte, so genau wie wenn er die Zugbahn der Wale im Pazifik exakt so kennen würde, wie die Adern, die seinen eigenen Körper durchlaufen. Und er tut das alles nur, um Rache zu nehmen. Rache an Moby Dick, das, was ihn verletzt hat, vernichten. Melville hat geahnt, dass das die Gefahr seiner eigenen Kultur, der USA, ist. Sie ist darauf angelegt, im Denken einer reinen Welt, manichäisch im Grunde, puritanisch im Grunde, das reine Gute zu wollen. Und das setzt voraus, dass man jede Verschattung, jede Verfremdung vernichtet, ausschaltet, unterdrückt, praktisch gesprochen bombardiert, mit Drohnen abschießt, gezielt, dass man den Punkt findet, wohin man die Rakete lenken muss. Die Hellfire Rocket. Das kann man haben, das wird man tun, von Langley aus bestimmt, über Deutschland, woher sonst. Und dann vielleicht in Potsdam ausgesteuert. Das werden die jetzt 20-Jährigen in der Schule lernen, wie man das kann. Digitale Technik, Cyberwars, das müssen wir lernen. Wir müssen mithalten, das Böse ausrotten. Ein idealistischer Gedanke, der sich absolut setzt. Kapitän Ahab ist ein Sonnenanbeter bei Melville. Er hat gedient dem reinen Licht. Und dabei ist er zum Teufel geworden. Er wird alles in den Abgrund reißen. Die größte Gefahr der amerikanischen Psychologie, schreibt Melville um 1851, ist unser Wille, alles, was uns nicht passt, was gefährlich sein könnte, was notvoll ist und leidvoll, was verzweifelt ist, auszumerzen, wie wären wir die Ärzte in einem exzellenten OP-Team und wir stünden nur noch dabei, herauszuschneiden aus dem Fleisch der Menschheit, was in irgendeiner Weise krankheitserregend oder schon krankheitsbefallen ist. Das wird nie aufhören. Die Welt werden wir nie so bekommen. Es gehört zusammen, es ist ein lebender Organismus. Das könnten wir jetzt sogar im Namen des Korans, im Namen Allahs des Al-Bamarzien, den sogenannten Islamisten sagen, die wir dabei sind, mit allem, was an technischem Gerät und Mordmaterial tauglich ist, auszurotten. Mandela, als er noch lebte, konnte mal sagen, für jeden getöteten Terroristen werden 10 weitere Terroristen sich erheben im Widerstand. Genauso ist das, aber wir hören nicht auf damit. Im Gegenteil, wir perfektionieren es, routinieren es, dehnen es aus, es ist unsere Politik, wir geben dafür Geld aus im Kampf gegen das Böse. Und wir merken nicht, wie recht der Koran hat. Das Beste in uns wird zur Teufelei dabei. Wir kennen kein Mitleid mehr, wir haben kein Verständnis mehr, wir haben eine klar geordnete Welt, gut und böse. Wir können es in jedem Strafprozess so machen. Du hattest die Wahl zwischen Gut und Böse. Du wusstest, wie die Gesetze sind. Du hast genau gewusst, dass es falsch ist, was du tat. Und du hast es getan, dafür wirst du bestraft. Wenn sie in Kansas sitzen, Texas sitzen, mit dem Tod, darauf kannst du 20 Jahre warten müssen, weil deine Anwälte einen Antrag nach dem anderen richten. Das verlängert nur dein sinnlos gewordenes Leben. Und wenn wir dich beerdigen, ohne Kreuz, auch ohne Namennennung, allenfalls die Registraturnummer, vom Gefängnis Huntsville, Texas. Was anderes hast du nicht verdient. Wir wissen, dass es besser gewesen wäre, du hättest nie gelebt, denn dann hättest du deinen Mord nicht begehen können. Weg mit dir, wir haben dich nie gewollt. So muss man denken, wenn man das reine Gute will, im Widerspruch zu Menschen, wie sie wirklich sind. Eine Gefahr. Wie kommen wir da raus, außer wir lernen selber, dem Bösen auf die Spur zu kommen, indem wir im Hintergrund menschlich verstehbare Zusammenhänge von Erfahrungen, Gefühlen, Biografien, Tragödien sehen. Das ist der Titel unserer Themenstellung heute Morgen. Zwischen Tragik und Erlösung. Wenn wir von Tragik sprechen, haben sie die Griechen vor sich, 5. Jahrhundert vor Christus. Eine kleine Bühne am Fuße der Akropolis, das Dionysos-Theater.
Heute wird er wieder gespielt, das Staatstheater von Athen. Und am liebsten spielen sie die wunderbaren Theaterstücke, die damals, 2500 Jahre liegt es zurück, im Original aufgeschrieben wurden. Übrigens damals nur ein einziges Mal. Wir haben heute Techniken, gelungene Theateraufführung endlos reproduzieren zu können. Sie sind unsterblich durch die Technik. Damals wusste ein Mann wie Euripides, wenn er ein Theaterstück schrieb und dabei auch die Theateraufführung organisierte, dass er das einmal macht und kein zweites Mal. Wir haben reines Glück, dass die Theaterstücke aufgeschrieben wurden und dann tatsächlich vor allem über die Römer uns vermittelt wurden. Vorgesehen war das gar nicht. Das Theaterstück sollte ein einziges Mal aufgeführt werden und jeder, der es hörte und ihm zuschaute, sollte wissen, es spielt für ihn, auf der Bühne seiner Seele. Und was er da entdeckt, kann sein ganzes Leben ändern, kann von der Tragödie, der er gerade beigewohnt hat, zur Befreiung führen. Aber nur, wenn er es versteht, wenn er erkennt, was in der Seele, auf der Bühne, sich so abspielt, wie wenn es seine eigene wäre. Das wäre der Ausweg der Tragödie. Wenn er es nicht begreift, wenn er es übersieht, wenn er es ausgeschlafen hat, wenn er sich nur unterhalten wollte, war es umsonst und ist unwiederholbar als Chance entzogen. Eine solche kleine Geschichte mag ich Ihnen mal erzählen, weil wieder können wir nach 2500 Jahren feststellen, dass die Themen unwandelbar uns heutige nach wie vor berühren. Eine unglückliche Ehe, eine unglückliche Liebschaft. Weiß man, wovon wir da reden? Im 21. Jahrhundert brauchen wir wirklich Sigmund Freud, sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht gewusst. Sigmund Freud konnte uns beibringen, dass jede seelische Erkrankung eigentlich eine in somatische, konvertierte Form der Lieblosigkeit und der Liebentbehrung darstellt. Die Liebesunterdrückung. Mit Vorliebe wird die Liebe unterdrückt mit moralisch erhobenem Zeigefinger. Sie ist verboten. Wir haben was dagegen. So einen heiratet man nicht. Ein Muslim heiratet man nicht in einem anständigen Zuhause. Überhaupt, dieser andere hat noch kein Abitur. Wie kann man denn den heiraten? Man ist doch verheiratet, man hat doch alles, was man will. Wie kannst du da noch jemand anders lieben? Was die Griechen wussten, es stimmt schon, man kann etwas dazu, wenn man lieb gewinnt und in sein Herz schließt, wenn man in die Arme nimmt. Aber vieles an der Liebe ist wie eine Schicksalsmacht. Sie ist wirklich von Gott. Die Griechen hatten dafür den Sohn der Göttin Aphrodite. Alles, was schön ist, erstrebenswert, was Kunst bedeutet, was faszinierend ist, auch verführerisch, hat zu ihrem Sohn, zu ihrem Nachfolger, zu ihrer Vermittlung den Gott Eros. Auch das ist ein Wort, das wir verhunzt haben. Erotik ist für uns eine Pornoindustrie geworden. In Wirklichkeit war es eine Macht, die die Menschen mit dem Göttlichen verbindet. So bei Platon im Symposion. Man unterhält sich über die Macht, die ganz am Anfang der Welt steht, alle Gegensätze überwindet. Die Bedürftigkeit, die Penia, die Armut des Menschen aufhebt durch Ergänzung. Das wäre die Urkraft der Liebe. Und jetzt erzählt Euripides eine Geschichte, die spielt eigentlich am Königsthron von Athen. Der Mann, der da die Demokratie gestützt hat, heißt Theseus. Aber sein Leben ist verwickelt. Er ist in Troizän unterwegs und lernt dort die Frau kennen, die er wirklich lieb hat, Phädra. Einen Sohn hatte er von einer Amazonenkönigin Hippolyte und den hat er genannt Hippolytos. Theseus, ein beschäftigter Mann, was Sie erkennen, alle, die hoch sind, sind selten zu Hause, haben Wichtigeres zu tun, als gerade dem Gott Eros zu huldigen an der Seite ihrer Gemahlin. Kurz, wir wissen nicht, wie eine Königin Frau lebt, offenbar vereinsamt, verlassen, sehnsüchtig, niedergedrückt. Sie verliebt sich schicksalhaft in ihren Stiefsohn Hippolytos.
Bis dahin ist alles menschlich, psychologisch verständlich, aber die Griechen wussten es noch anders. Die Seele der Menschen kann so zerrissen sein wie zwischen zwei Göttinnen, die sich selber zerzanken. Die eine Göttin heißt Aphrodite, die gerade erwähnte. Sie gibt den Menschen durch die Pfeile ihres Sohnes Eros die Liebe ins Herz. Wen die Pfeile dieses Gottes treffen, ist so verwundet, dass er gar nicht anders mehr geheilt werden kann als durch die Liebe selber. Und wer sie ablehnt, dem wird es wie zum Wahn sein. Der wird von bleiernen Pfeilen getroffen und er wird ständig hinter der Liebe hersuchen, die er nicht will. So ähnlich muss es gewesen sein mit Hippolytos, dem Stiefsohn der Phädra. Sie war getroffen worden vom Pfeil in ihr Herz. Sie musste lieben, konnte nicht anders. Ein göttliches Schicksal. Ihr Sohn aber, Hippolytos, huldigte der Widersacherin der Liebe, der Göttin Artemis. Sie ist eine Jagdgöttin. Sie hat ewige Keuschheit geschworen. Wie manchmal Menschen sind, die sich nicht zu lieben getrauen. Sie fliehen die Liebe und sie bleiben ständig auf Jagd. Sie haben einen Zug zum sadistisch Grausamen. Sie können tüchtig sein auf den Schlachtfeldern sogar. Das war nicht Artemis, aber beide widersprachen sich. Leistung oder Liebe gewissermaßen. Erfolg oder Treue. Ehrgeiz oder Einkehr. Aus solchen Gegensatzpaaren können Sie eine Tragödie konstruieren. Die Geschichte der Phädra. Hippolytos verweigerte sich ihr. Sie hatte bei ihm wirklich keine Chance. Sie liebte ihn unsterblich, wurde von ihm aber immer wieder abgewiesen. Die Macht der einen Göttin gegen die Macht der anderen Göttin, in der Seele der einen gegen die Seele des anderen. Phädra war darüber so unglücklich, dass sie sich das Leben nahm. Aber ehe sie sich aufhängte, gab sie Hippolytos die Schuld. Sie schrieb einen Erinnerungsbrief für ihren Gemahl Theseus, in dem stand, Hippolytos habe ihr nachgestellt. Manchmal, wenn suizidale Personen etwas schriftlich hinterlassen, ist das wie ein umgekehrtes Vermächtnis dessen, was sie wirklich gewünscht und gedacht haben. Sie möchten nicht als Schuldige gestorben sein. Womöglich möchten sie aber auch den anderen nicht anklagen oder geben sich dann sogar selber die Schuld. Es ist eine eigene Kunst, die Briefe von Menschen, die aus dem Leben gegangen sind, wie man zu sagen will, freiwillig, ein Freitod, jeder weiß, dass das so nicht ist, zu lesen und so zu begreifen, wie sie gemeint sein könnten. Theseus fand die Anschuldigung gegen Hippolytos, nahm sie für bare Münze. Und seinem Vater Poseidon, dem Meergott, empfahl er den untreuen Sohn, der eigentlich die Ermordung seiner Frau Phädra verschuldet hätte. Hippolytos kommt ums Leben an einem Strand, eine hohe Welle reißt die Pferde in Panik, er stürzt damit. Jetzt brauchen Sie wieder griechische Fantasie. Wenn Sie heute Nacht bei offenem Sommerhimmel die Augen erheben, könnten Sie bei den Wintersternbildern klarer, als es jetzt vor Ihren Augen im Sommer sein will, Hippolytos erneut sehen, den Wagen, mit dem er in den Tod gestürzt wurde, beim Andrang der Meereswoge des Poseidon. Der Fuhrmann ist das Sternbild. Sie finden es, wenn Sie eigentlich die obere Kante des kleinen Wagens verlängern, dann kommen Sie zum Fuhrmann. Castor und Pollux sind da die Namen der beiden Alpha- oder Beta-Sterne. Im Fuhrmann. Mit anderen Worten, Hippolytos ist nicht einfach in den Tod gestürzt, er ist zum Himmel aufgefahren. Er hat nicht verdient, was man ihm antat, aber wer ist jetzt Phädra? Eine Verleumderin, eine Ehebrecherin, eine Wahnsinnige, eine Untreue, eine Kriminelle. Sie hat doch ermordet im Grunde den Hippolytos und ihr eigenes unwertes Leben gleich mit und dann noch eine Lüge zusätzlich. Um sich reinzuwaschen, wo es gar keine Reinwaschung gibt. Auf sie muss man zeigen mit den Fingern der Moral. Wenn Sie im Dionysos-Theater in Athen um 420 vor Christus so gesessen hätten, wäre die Tragödie einmal und umsonst aufgeführt worden. Oder Sie lesen sie heute bei Euripides und Sie finden, es ist unmöglich, einen Menschen
der unglücklich geliebt hat, zu verurteilen. Er war auf der Suche nach sich selber, ihm fehlte etwas ganz Entscheidendes, etwas nur von Gott her zu Ergänzendes, und er muss es finden. Vielleicht hat er es gesucht an falscher Stelle, aber selber die Schuld, Umkehrung, Hippolytos hat mich um Hilfe angefleht, nicht ich ihn, kennen Sie aus der Bibel in der Gestalt der Frau des Pharao, des Potiphar, dessen Frau verleumdet den ägyptischen Josef, wieder eine eigene Geschichte voller Träume und Tragödien. Wonach suchen wir? Mein Freund sagt, Menschen, die krank werden, in ihrer Seele bis in den Körper hinein, sind im Grunde krank, weil sie eine bestimmte Liebe brauchen würden, die sie nie gefunden haben. Sie können an Freuds Theorien debattieren und diskutieren, was sie wollen. Er soll das wirklich gesagt haben, schreibt Paul Federn gegen Ende seines Lebens, wenn irgend ich einem Menschen habe helfen können, habe ich ihn geliebt. Eine schönere Zusammenfassung für das, was wir mit dem Fremdwort aus dem Griechentum Psychoanalyse nennen, kenne ich gar nicht. Es wäre eine Form, durch Verstehen Tragödien aufzulösen, indem man im Hintergrund das Suchen einer Liebe, die etwas vermisst, das sie braucht, erkennt und nach Möglichkeit bei der Hand nimmt. Wie im Psalm 23, und müsste ich auch gehen durch Todschattenschlucht, so fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Es gibt eine Menge Menschen, die aus Gründen, wie immer sie gewesen sein mögen, kaum den Mut haben, sich zu verlieben. Sie haben viel mehr Angst vor dem Widerhall der Schande und des Spotts, der ihnen seit Kindertagen gewohnheitsgemäß entgegenschlägt. Wenn je sie mal ihr Herz in die Hand nahmen und es hätten schenken mögen, drohte Spott, Verachtung, lächerlich gemacht werden oder missbraucht werden, ausgenutzt werden, vorgeführt werden. Alle möglichen konnten das betreiben, die eigenen Eltern, denen war niemals etwas gut genug. Der Junge in der Schulklasse hatte schon eine andere. Die Konkurrentin in der kleinen Freundesgruppe, der man sich anvertraut hat und die sich selbst mit ihren Liebschaften bedroht fühlte. Und so mochte es immer weitergehen. Das Grundgefühl war, man war nicht gut genug. Fand das hier schlimm. Den Eltern nicht klug genug, nicht tüchtig genug. Sie war ja nur ein Mädchen, man wollte aber ein Junge. Er war ein Junge, aber man wollte eigentlich ein Mädchen. Die sind lieber und nicht so frech wie Jungen. Tausend verdrehte Gründe, dass überhaupt ein Kind da war. Das war von dem falschen Mann, von einem anderen hätte man es wünschen können, aber doch nicht von dem. Man hatte nicht aufgepasst, es war von Anfang an unerwünscht. Es war auch nicht die richtige Zeit, der Mann war gerade arbeitslos. Und dann kommt dies Blach noch hinterher. Eigentlich als Schicksalsdrohung, wenn Kinder so in das Leben treten müssen, ich deute das nur an für ihre eigene Fantasie, haben sie etwas Unerwünschtes. Das Falsche ist schon durch sein Dasein, es kann nicht mehr gut werden. Es kann nur noch aufwachsen zu größerem Unheil. Und dann alles, was falscht. Man ist nicht gut genug, man ist schon falsch dadurch, dass man existiert, dann hat man aber auch nicht genug. Das kann schon an dem Geld liegen, das man hat, schon in der Schulklasse. Da sind die Designermädchen, die wissen sich anzuziehen. Die wissen, wie es schick ist. Die haben alles zur Verfügung. Aber du, das ist doch loserhaft. Das muss man überhaupt nicht beachten. Das ist doch besser, wie wenn es gar nicht existieren würde. Das ist die geborene Null. Also irgendwann hinterm Komma magst du auch noch kommen. Aber die Zahl vor dem Komma ist ausschlaggebend. Alles Weitere zählt im Grunde nicht. Dieser Tage noch berichtete mir jemand, wie das aussehen kann. Ganz umgekehrt, er war in einer hochgestellten Familie zur Welt gekommen. Die hatten alles, konnten alles, waren die Besten. Aber er hatte genauso zu sein, der Beste. Sprachen lernen, rumgereicht werden, im Ausland, im Inland, eine große Karriere hinlegen müssen. Er hatte zu werden jedem, was er gerade wünschte. Und das perfekt. Der Wahlspruch ist, der Zweite ist der schlimmste Verlierer. Er hätte nur ein bisschen sich anstrengen müssen, dann wäre er der Erste geworden. Der Fünfte, Sechste ist sowieso egal, aber der Zweite, das darfst du nie sein. Nur der Erste. Anders wirst du nicht akzeptiert.
Sie können sich vorstellen, wie viel unbekannte Angst aufwächst, schattenhaft, hinter einer solchen Fassade. Sie dürfen nie leben. Sie müssen nur die Fassade plakatieren mit den Erfolgen, die Sie sich zutrauen oder schon erworben haben. Leere Versprechen, eingehaltene Versprechen, und die Angst hört nie auf. Sie sind der Erste gewesen im 100-Meter-Lauf, aber Sie müssen wieder so laufen. Sie dürfen keine Schwäche zeigen. Sie müssen den Standard halten. Sie müssen weiter trainieren, trainieren, trainieren. Sie werden älter, das spielt keine Rolle. Es gibt wieder eine Olympiade. Man weiß nicht wo, das ist im Kampf der Systeme natürlich nicht ausgemacht, dürfen wir eine Olympiade in China, ich frage Sie, halten. Aber wenn sie stattfindet, müssen Sie alle chinesischen Läuferinnen überlaufen, das ist klar. Wenn Sie aus Jamaika kommen, dürfen Sie nie die Erste werden, weil eine US-Amerikanerin ist natürlich immer besser als eine Jamaikanerin, die wird bestimmt gedopt haben, das kann man nachweisen. Neue Tragödien. Ich will darauf hinaus, in einer Welt, die so ist, kein Glück, keine Menschlichkeit, keine Freude, kein Gelingen, keine Ehrlichkeit, keine Identität und kein Selbstsein sein kann. Sie sind identifiziert mit 100 falschen Idealen. Sie tragen in sich das Bild, das sich die Eltern schon gemacht haben. Sie haben es im Über-Ich verinnerlicht als das, was sie sein müssen. Ein Kontrollapparat, der sie ständig nötigt, besser, 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 so wie wir dich haben wollen. Und da hinein kommt nun auch die Moral. Auch die müssen Sie ins Allerbeste setzen. Es ist kein Fehler geduldet. Wir akzeptieren dich nur als perfekt. Mitleidlos. Ich habe in diesem Buch Gestalten des Bösen noch einmal gegen Ende vorgestellt, was wir als Theologen, als Christen bezeichnen mit der sogenannten Erbsünde. Das ist ein Wort, das selbst im Kirchengebrauch fast ausstirbt, weil es immer wieder falsch und schädlich dann erklärt wurde. Mit Stolz haben Adam und Eva gesündigt, das haben wir schon gehört. Man nimmt in ihrem Herzen die Tragödie nicht wahr. Ich erspare mir jetzt die Auslegung von Genesis 3 mit den folgenden Ihnen vorzutragen. Sie können das wirklich nachlesen, am besten in den Strukturen des Bösen. Im ersten Band die ganze Exegese, aber dann auch die Psychologie, die Philosophie, die dazugehört. Ich erspare es mir und greife sofort zurück auf Ihre eigenen Erfahrungen und behaupte, was gemeint ist, zeichnet den Sturz von Menschen ab in eine Welt hinein, in der es Gott nicht gibt. Ich wage das so auszusprechen, weil mir natürlich bekannt ist, dass von Gott zu reden ganz unmodern ist. Die meisten wollen das nicht, können das nicht. Wir haben bedeutende Talkmasters, die so tun, wie wenn sie von Philosophie verstünden. Und die wissen, Gott, das ist eine Projektion, das ist Wunschfantasie, das hat eine lange Geschichte in der Religion des Aberglaubens. Da sind wir darüber hinaus. Wir sind heute aufgeklärt und wir wissen das anders. Nehmen wir mal an, wir wüssten es anders. Es gibt keinen Gott. Was bleibt dann? Genau das, was die Bibel beschreibt, als Folge des Sturzes in eine wortwörtlich jetzt gottlose Welt. Im Deutschen hat semantisch das Wort gottlos noch einen solchen Schimmer. Wenn die Brüder Grimm davon reden, meinen sie einen Menschen, der mehr an den Teufel als an überhaupt was glaubt. Er muss erfolgreich sein. Er muss den Pakt mit dem Teufel schließen. Er ist ein Unhold geworden in seinem Leben. Darauf fällt auch noch ein Stück Moral, aber ich will gerade, dass das mal nicht passiert. Ich möchte, dass Sie die augenblickliche Verzweiflung begreifen, die Menschen erleben, die in eine Welt hineinstürzen, in der es jetzt wirklich nur diese Welt gibt. Was dann? Sie haben nur die Menschen an Ihrer Seite. Wir haben gesagt, es kann anders sein, dann begegnen Ihnen Menschen wie Gottesboten. Aber dann eröffnen Sie inmitten einer sehr dunkel gewordenen Welt ein Fenster, das sich öffnet ins Licht hinein. Dann sind Sie wirklich aus etwas ganz anderem, aus einer Wirklichkeit, die sonst gar nicht glaubhaft wäre, in Ihr Leben und in Ihre Seele eingetreten. Sind Sie Gottesboten, Engel? Wenn es das alles aber nicht gibt, gar nicht geben darf, wenn wir die Welt verrammeln, dann schließen wir uns ein in ein Verlies, betonfest, das dann so aussieht wie die Gaskammer von Auschwitz. Alain René hat das gezeigt, in Nacht und Nebel,
Die Leute, die da buchstäblich vergast wurden, haben mit ihren schwachen Fingernägeln sich in den Beton gegraben. Der Tod rückte näher. Sie konnten ihn nicht aufhalten. Aber die eingegrabenen Nägel von Menschen, die man zum Tode verurteilt, nur weil sie ja Juden waren oder Zigeuner waren oder den Wehrdienst ablehnten als Zeugen Jehova, gruben sich ein und sollten es in unsere Seele tun. Was ist, wenn es nur diese Welt gibt? Grausam. Eine Verurteilung zum Tode. Also ständig infiziert von Angst. Das können wir naturwissenschaftlich erklären. Wir Menschen stammen aus der Evolution. Wir sind im Erbe von 200 Millionen Jahren der Säugetierevolution im Gefühlbereich genauso geworden, wie die uns näher stehenden höheren Tiere. Unser Hund, unsere Katze, die Primaten. Nur wir sind zusätzlich auch im Verlauf der letzten 200 Millionen Jahre ein Stück weit zu Bewusstsein und zu so etwas wie Intelligenz gekommen. Schon Tiere können das. Sie können Stöcke zusammenführen, um Bananen vom Käfig zu schlagen. Sie können nach Ameisen bohren mit Stöckchen. Sie können Nüsse knacken. Manchmal sonntags werden ihnen Filme gezeigt, die Zeugnis abgeben von der Intelligenz der praktischen, tatsächlich durch Tradition des Wissens vermittelten Intelligenz, also beinahe einer Kultur, die bei Primaten vorkommen mag. Rotgesichtsmakaken wissen zum Beispiel, wie man Bataten wäscht, damit sie nicht mit Sand verklebt, im Munde nicht gut schmecken. Das lernen übrigens selten die Alphatiere. Die Weibchen lernen das besser beim Füttern ihrer Jungtiere und tauschen die Erkenntnis untereinander. Gewaschene Bataten schmecken besser als sandige Bataten. So ein richtiges Alphatier ist unbelehrbar. Das hat die Macht, die Autorität. Das muss nicht lernen, es weiß, wie es ist und zu sein hat. Also fressen wir Bataten mit Sand, wenn wir ein stolzes Alphatier sind. Sie sehen, jede Art menschliches Zusammenleben zu interpretieren ist auf diese Weise möglich. Naturkunde, Psychogenese, evolutiv, eingegraben in die menschliche Seele. Nur das erklärt es nicht wirklich. Wir Menschen, weil wir unserer Situation inmitten dieser Welt bewusst geworden sind, als denkende Tiere, sind nach einem anderen Wort von Sigmund Freud eigentlich krank am Geist geworden. Wir halten es nicht aus. Die Welt ist endlich, aber Kraft des Geistes akzeptieren wir keine endliche Welt. Wir wollen das Unendliche. Wir wollen nicht einfach krepieren, wie ich es die Tage noch las. Wir leben bis zum Ende, wie wir dann abschrammen, ist egal, und dann Staub zu Staub, Asche zu Asche. Wenn es das war, will das kein Mensch. Kämpft dagegen an. Und sie haben den Schlüssel für unsere Wirklichkeit im Verlauf der letzten anderthalb Jahre. Corona. Das erklärt alles. Kampf gegen ein Virus. Da brauchten wir jetzt wirklich die Biologie. Es gibt Viren, viel, viel älter, hunderte von Millionen Jahre älter als die Menschen. Lange vor dem Kambrium, das ist vor 550 Millionen Jahren, wird schon Viren gegeben haben. Damit hat die Natur zu leben gelernt. Aber wir Menschen können damit nicht leben. Da ist etwas, das könnte gefährlich sein. Wir wissen gar nicht, in welcher Form, aber es könnte gefährlich werden. Es wird wirklich gefährlich. Es kann Menschen umbringen. Und dann haben wir die Pflicht, alles, was möglich ist, dagegen zu tun. Eigentlich uns einzusperren in einer vermeintlich sicheren Kaserne, die wir die Umwelt nennen. Mit Masken verklebt, mit Distanz, wir dürfen einander nicht mehr umarmen, nicht mehr besuchen, vorsichtig nicht mehr die Hände geben. Alles muss im Kampf gegen das Virus eingesetzt werden. An den medizinischen Maßnahmen mag vieles in Ordnung gehen. Aber was nicht in Ordnung geht, ist die Hysterie der Angst. Sie durchzieht jetzt alles. Menschen, die die Nähe von Menschen fürchten, Enkelkinder, die ihre Oma nicht besuchen dürfen, Angehörige, die einen Sterbenden nicht mehr besuchen dürfen. Überall senkt sich die Trennwand der Angst. Dabei die meisten würden gar keine Angst haben, dass sie angesteckt wären. Die PCR-Werte, Infektionszahlen im Verlauf einer Woche konnten so hoch sein, wie sie wollten. Bei den meisten war kein Symptom erkennbar, nicht sicher, ob sie wirklich infiziert waren. Sie trugen nach
Der Polymerase-Chain-Reaction lediglich den Nachweis, dass da etwas, das ist wie ein Coronavirus, im Körper des Betreffenden, im Nasenraum vermutlich existiert. Das ist kein Ausweis für Ansteckung, kein Ausweis für krank geworden sein. Sowas kann man weitergeben, aber das wird man tun, auch wenn man gesund ist, das wird man allemale tun. Ob die Maske da nun viel zu beiträgt, das Entscheidende ist die Angst vor etwas, das ganz natürlich ist. Ich bin gerade 80-jährig, so wurde mir beigebracht, gehöre einer hochgefährdeten Risikogruppe an. Donnerwetter. Bis dahin dachte ich, man weiß, dass man ein Lebewesen ist, dem hier inmitten der endlichen Welt nur Endlichkeit beschieden ist. Das ist die Realität und jetzt sollten wir die Intelligenz, unser Bewusstsein, sollten wir sogar sagen, ja, das dürfen wir ja nicht, naturwissenschaftlich gibt es nur diese Welt. Das ist dein Gefängnis, jetzt lebe damit, anerkenne die Realität. Mit 80 bist du todlich gefährdet. Kann sein, du lebst noch 90, wir kriegen es in 100 Jahre. Mag ja sein, aber in 20 Jahren ist Schluss und vielleicht übermorgen schon, wenn du Corona kriegst, ganz gefährlich. Wenn wir so leben, hören wir auf zu leben. Manchmal begegnen mir Menschen, da waren die 25, da hat man ihnen gesagt, ich habe den Verdacht, der Neurologe, da ist ein Tumor. Das war's dann, raus vor die Tür. Aber wie lebt man mit einer tödlich sich erweiternden Krankheit im Körper? Das kann man nicht. Alles konzentriert sich auf die Stelle. Und man will, dass da ein Gott in Weiß, ein Arzt kommt und nimmt das von uns. Der hat doch die Gefahr erkannt und der muss jetzt etwas tun. Ich will nicht sagen, die Medizin täte nicht wirklich in Verantwortung alles, was sie könnte. Ich will nur sagen, sie wird aufgeladen mit Ansprüchen aus einer Angst, die sich ergeben, aus einer Welt, die nur abgegrenzt in sich selber, wie ein Verlies im Kerker, geschlossen ist und keinen Hintergrund mehr hat. Dann werden wir mit der Natur, die uns umgibt, nicht mehr fertig werden. Wir werden es treiben bis zum Wahnsinn, in der Angst. Wir führen Krieg gegen Corona. Wir führen Krieg gegen die Natur. Zum Beispiel übersehen wir, dass wir wirklich Krieg führen gegen die Natur, unsere ganze Agroindustrie, ein Krieg gegen die Natur, unsere ganze Technologie. Ich glaube, auf jedem Quadratmeter Erde lastet heute 50 Kilogramm Beton. Krieg gegen die Natur. Und da, wo wir mit Asphalt und Beton uns hinschieben, passiert nichts mehr von dem, was in den großen Katastrophenzyklen der Natur mal vorgesehen war in der Evolution. Am oberen Perm konnten über 90% der Lebewesen umkommen. Ein Meteoriteneinschlag, vermutet man. Danach ging das Leben nochmal weiter, vor 63 Millionen Jahren ebenfalls. Das Mesozoikum, das mittlere Lebenszeitalter, endet. Die Dinosaurier sterben aus, bis auf ein paar Echsen noch und der großen Evolution der Vögel, die dann einsetzt. Sie stammen von den Echsen und die Säugetiere bekommen eine Chance. In der Natur ist das möglich. Sie sprengt Nischen frei, selbst bei schlimmsten Katastrophen, und öffnet neues Leben in neuen Gestaltungen. Was wir jetzt machen, ist endgültig der Tod des Lebens. Von mir aus die neue Evolution des Computerzeitalters. Da lebt nichts mehr an fühlenden Lebewesen, nicht im Beton. Manchmal bin ich erschrocken darüber und es kämen mir die Tränen, wenn Sie sehen, wie noch aus den Tagen, als man Kopfsteinpflaster hatte, oder sogar an den Rändern des Asphaltabgusses an der Straße, aus den Fugen an den Häusern, Blümlein sich hervorwagen, gelb, weiß. Da, wo überhaupt noch Erde ist und Regen niederkommt, regt sich Leben. Aber überall da, wo wir gepflastert haben, nicht mehr. Wo wir gebaut haben, nicht mehr. Wo wir Straßen verlegen, nicht mehr. Und die Straßen schneiden quer durch die Natur. Zerstückeln ein Biotop, die Wanderung von da nach da, eine Todesfalle für die Lebewesen. Heute noch, in der Zeitung. Man hat beobachtet, wie eine Entenmutter ihre Jungen über die Straße führt. Das muss sie. Die Straße gehört ihr vor unverdenklichen Zeiten, älter als den Menschen. Aber die Autos fahren drüber und die Entenmutter stirbt.
Was dann passiert, hat jemanden zutiefst beeindruckt. Ihr Gatte, der Apel, sitzt daneben, eine Nacht lang, am anderen Morgen. Graugänse sind monogam. Bei Enten kommt ein Ähnliches vor. Sie fühlen den Tod als schmerzhaft. Und die Kleinen haben keine Mutter mehr. Solche Tragödien sind in der Natur aller Arten spürbar. Und wir Menschen, wenn wir schon Vernunft hätten, sollten darauf Rücksicht nehmen. Nur tun wir es nicht. Im Hintergrund von Corona, darf man ruhig sagen, steckt die Strafe der Natur für unseren Umgang mit ihr. Zoonosen nennt man das, was da auf uns zukommt. Schweinegrippe, Vogelgrippe, was sie wollen. Von Tieren, die keinen Lebensraum mehr haben, die wir selber krank gemacht haben. Die Schweinegrippe kam von Stallungen in Mexiko, so könnte ich jetzt dranbleiben. Was tun wir, wenn wir wissen, dass wir sterblich sind? Außer wir versuchen uns mit den Fingernägeln durch den Beton zu graben, bis ein Fenster entsteht. Die ganze Menschheit müsste das, der einzelne Sterbliche kann das gar nicht, aber was wir Religion nennen, ist die Öffnung der Betonwand und der Anfang der Ahnung, es sei draußen eine Welt voller Licht. Dann wäre unser Verlies wie ein Kircheninnenraum. Sie betreten den Kölner Dom trotz Corona mit Maske am Kontrollposten vorbei. Aber dann sehen Sie, wie durch die hohen Pfeile, durch die wunderbaren gotischen Gewölbe von draußen das Licht hereinstrahlt und die Bilder durchflutet von der Geburt Jesu, Weihnachten, all die Szenen der Erinnerung. Sie sehen nicht die Sonne draußen, aber sie macht sich spürbar in den Bildern, die sie erweckt, in den sonst undurchdringlichen Wänden. Alles, was wir Religion nennen, brauchten wir eigentlich, um auf dieser Welt existieren zu können. Sonst ist die Tragödie unseres Daseins unentrinnbar. Und wir sind mitten im Bösen. Plötzlich müssen wir kämpfen wie Kapitän Ahab, dass wir doch noch was sind. Wir sind zwar nur Krüppel, aber wir werden Titanen werden und wir werden es ihnen zeigen. Wir werden uns revanchieren. Wir bleiben die Tüchtigsten, denn wir kämpfen gegen alles, was uns stören könnte. Das Programm der Djinn, des Iblis, des verfluchten Königs in Nordisrael. Unser Dauerprogramm, unser Wirtschaftsprogramm, unser Militärprogramm. Was uns bedroht, müssen wir vernichten. Das ist die Formel, mit der wir die Natur bekämpfen. Wir wissen, dass wir das nicht können, aber die Natur hat ja die Gefahren und wir erkennen sie und wir instrumentalisieren unser Wissen im Kampf um unser Leben. Das wird dann unsere Pflicht. Wir lernen nicht zu sterben mit der Endlichkeit hinüber in eine andere Welt. Und politisch haben wir die gleichen Mechanismen. Aufrüsten, kämpfen, Wahnsinnsausgaben. Die gesamte menschliche Geschichte können Sie eine endlose Paranoia, den Wahnsinnszustand des menschlichen Bewusstseins angesichts der Endlichkeit und der Sterblichkeit unserer irdischen Existenz nennen. Und paradoxerweise haben wir zur Lösung unserer Ängste, die in uns existenziell liegen, eine einzige Instanz, das ist der Staat. Da sind wir gezwungen, ihn ganz freundlich zu betrachten, der Staat. Der Ordnungsfaktor. Ohne den Staat hätten wir auch jetzt keine geordnete Impfung, hätten wir keine Testverfahren, hätten wir keinen geordneten Schulunterricht, hätten wir alles nicht. Kein Gesundheitsministerium, kein Bildungsministerium, auch kein Kriminalitätsministerium, hätte ich beinahe gesagt. Für innere Sicherheit. Was haben wir wirklich dabei? Wir haben gerade Gelegenheit, mit Beginn des 21. Jahrhunderts ein wenig südlich von Magdeburg, zu erforschen, wie ein Staat entsteht. Darüber habe ich viele Stunden gesprochen. In der Vorlesungsreihe wird darauf zurückkommen, was macht unser Rechtssystem im Umgang mit Gut und Böse, mit den kriminell gewordenen im Namen der Guten, die der Staat beschützt, indem er die Bösewichter bestraft. Wir sind zum Staat gekommen, können wir da lernen. Einfach aus den Grabbeisetzungen am Beginn der Bronzezeit, dass man akkumuliert hat die Macht und den Reichtum in den Händen von ganz wenigen und eine Armee aufgebaut hat, um die Macht durchzusetzen. Was ist der Staat? Eine Elitendiktatur gestützt auf Militär und erfolgreich mit dem Anspruch, das Machtmonopol in Händen zu halten.
Also gibt es keine Privatjustiz, darf niemand für sich selber etwas tun. Er muss erst einmal fragen, den Staat, damit er die Maschinerie ansetzt, damit es richtig kommt. Und jetzt sollen wir glauben, die Eliten mit Macht und Militär sind zu unserem Wohle eingesetzt. Auch das ist ein neuer Wahn. Wir bekämpfen die Ängste, die da geschürt werden, bis hin zum atomaren Szenario der wechselseitigen Totalausrottung. Das müssen wir, im Kalten Krieg haben wir das gelernt und jetzt haben wir schon wieder Kalten Krieg. Wir werden verrückt an uns selber, wenn es nur die Natur gibt und die Naturwissenschaften. Atomphysik ist die Rettung. Kernfusion, wir holen die Sonne auf die Erde, uns wechselseitig zu vernichten. Eine Wasserstoffbombe, so groß, dass ganze Großstädte pulverisiert sind, keine Menschen mehr sind. Das müssen wir machen, gegen die Angst. Wenn wir das haben, brauchen wir keine Angst mehr zu haben, denn dann haben wir ja den anderen dahin gebracht, dass er Angst vor uns hat. Wir sind so fürchterlich, dass er sich fürchten muss. Dann sind wir unangreifbar. Natürlich sind wir das nicht. Wir haben es mit Menschen zu tun, die genauso wahnsinnig in demselben Irrenhaus sich bekämpfen werden. Aber muss das so bleiben? Ich stelle mir mal vor, dass die Geschichte des Buches Tobit weitergegangen wäre mit dem Neuen Testament. Man hat begriffen, wie gefährlich es ist, das reine Gute zu wollen. Nur das Gesetz und alles andere abstrafen, niederringen, bekämpfen. Wir sähen diese Welt mit den Augen Jesu oder mit den Augen des Engels Raphael. Dann sähen wir den Albtraum, in dem wir alle befangen sind, und stünden davor, uns einander zurückzugeben durch Verstehen. Wir sähen in allem, was wir böse nennen, im Grunde eine Angst am Werke vor sich selber und dem Urteil der Mitmenschen. Vielleicht gibt es das Böse überhaupt nicht. Es gibt nur eine billige Abstraktion von allem, was uns nicht gefällt, im Vorwurf der Anklage. Und die Verweigerung, irgendetwas zu verstehen, weil wir es ja schon wissen, weil wir ja die Guten sind, weil wir ja die freie Entscheidung haben. Lauter Illusionen. War Phaedra frei, als sie Hippolytos liebte? Haben wir ganz anders gehört. War Hippolytos frei, als er die Liebe seiner Stiefmutter verweigerte? Theseus, als er seinen Sohn in den Tod schickte. Freie Menschen? Ihr wollten alle irgendwas Richtiges, aber unter völlig kuriosen, tragischen, verrückten Bedingungen. Dem nachzugehen würde die ganze Religion einbinden in eine Therapie unserer menschlichen Existenz. Wir sähen plötzlich den Himmel sich öffnen. Und mit mal verstehen sie alle Worte Jesu im Neuen Testament, die Auswege der Tragödien. Richtet ihr überhaupt nicht? Gott lässt seine Sonne aufgehen über die Guten und die Bösen und lässt es regnen über die Gerechten und Ungerechten. Schon, dass wir die Religion nicht mehr kennen, die in unserer Kultur abwerten. Sie ist Aberglaube, sie ist überflüssig, sie macht die Menschen fanatisch, völlig konservativ, weg mit der Religion. Jetzt die Kirche, wir sehen doch, alles Heuchelei, Lüge. Aberglaube, Pfaffentum, weg damit. Was bleibt? Die Moral, der staatliche Anstand, die geschützte Justiz, ein Rechtsstaat. Das ist, woran wir glauben sollen. Und was erleben wir dann? Eine Psychologie, die im Wahnsinn zurückschlägt. Jetzt haben wir nur noch die Moral, also die klare Unterscheidung von Gut und Böse, im Appell an die Freiheit jedes Einzelnen und seine Verantwortung. Verantwortung übernehmen ist das Zauberwort für alles heute. Und ein Hartz-IV-Empfänger soll endlich Verantwortung übernehmen. Er sucht eine Arbeitsstelle, die er nicht... Er soll Verantwortung, er kann die Stromrechnung... Er soll Verantwortung. Das ist das Zauberwort der Reichen, mit dem sie jede eigene Verantwortung ablehnen. Den Mechanismus, der die Reichen nur reich macht auf Kosten der Armen, gar nicht sichtbar werden lässt. Verantwortung übernehmen ist immer das, was wir im Ton der Anklage dem anderen sagen. Aber wenn er niedergedrückt ist bis an den Boden und wirklich nur noch Staub frisst, wenn wir ihn aufrichten müssen, ist das alles falsch. Im Namen der Moral sind wir unbarmherzig, unmenschlich, aber sehr moralisch, das wollen wir nicht leugnen. Hypokriten, Heuchler, Pharisäer sind die Namen im Neuen Testament dafür. Das 8. Kapitel im Johannesevangelium empfehle ich immer wieder zur Lektüre auf den 3 Bänden meiner Buchreihe. Richtet nicht, Christentum und Strafrecht, habe ich 3-mal
diese Szene in verschiedenen Varianten in den Klappentext gesetzt. Eine Frau, die man wegen Ehebruch zu Jesus bringt, mit der Erlaubnis, die man einholen möchte, sie zu steinigen. Sie ist todeswürdig, diese verdammte Hure, diese verführerische, diese Wollust hier. Abstrafen, hinrichten, sie darf nicht länger leben. Steht so im Gesetz. Weiß man ganz genau. Das Wunder, dass Jesus wirkt ist, ihr könnt das tun. Nur müsst ihr dann wissen, dass euch das nie passieren wird. Euch doch nicht. Die Kraft, die von Jesus ausging, war diese unglaubliche Selbstverunsicherung. Wir sind fehlbare Menschen, das müssen wir nicht abstrafen, nicht niederzwingen, nicht bekämpfen. Das gehört dazu. Und unsere Fehlbarkeit, unsere Schwäche, unsere Versuchbarkeit, unsere Hinfälligkeit, unsere Todesnahe braucht eine Güte, die es umfängt. Das ist die ganze Botschaft Jesu und der einzige Ausweg aus den Tragödien. Ein Gott, der den Himmel öffnet. Und dann gibt es die Zweiteilung überhaupt nicht mehr. Hier die Guten, da die Bösen. Bis in unsere Politik hinein ist das das Propagandamittel, dann brechen wir Gespräche ab, dann sanktionieren wir, dann sind wir wieder mal die ganz Guten. Dann müssen wir aus Verantwortung, die wir übernehmen, international eingreifen. Dann brauchen wir eine Eingreiftruppe, dann brauchen wir Militär, dann müssen wir die Bösen töten, jetzt in Mali. Wir können dranbleiben. Wir müssen damit aufhören. Mit den Augen Jesu erscheint die ganze Welt wie ein Irrenhaus der Angst. Eingezwängt in eine nur sich selber schließende, endliche Welt, ohne jede Aussicht, ohne jede Hoffnung. Was wir aufbieten an Machtinstrumenten, verdanken wir den Naturwissenschaften. Sie sind wunderbare Entwicklungen des menschlichen Geistes. Ich kann den Schwärmen geraten, alleine schon bei Darstellung der Geschichte der Naturwissenschaften. Großartige Errungenschaften, aber wenn es nur die Naturwissenschaften gibt, werden wir entdecken, dass es keine Weisheit gibt. Staub zu Staub ist keine Antwort, weswegen wir leben, wofür wir gelebt haben sollen, was der Tod mit uns macht. Vielleicht sollten wir da abschließend in das Szenario gehen, das dem Jesuswort entspricht. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Noch eine kleine Nebenbemerkung. Eine Ihrer Fragen an dieser Stelle wäre mit Sicherheit, kann denn das überhaupt so heißen? Will Jesus das gesagt haben, führe uns nicht in Versuchung? Kann Gott denn überhaupt in Versuchung führen? Endlos ist die Debatte bei den Wohlmeinenden, wie man das anders formulieren könnte, für uns aus der Versuchung, ja, so könnte es ja heißen. Dann wird sie in Aramäisch vermeintlich rückübersetzt. So hat das alles keinen Sinn. Wir könnten rückübersetzen, dann müsste ich jetzt ein bisschen Sprachphilosophie oder übers Hebräisch nochmal sagen. Wörtlich müsste man übersetzen, Lo ta'abinu lamassa. Das ist ein Kausativ, haben wir im Indogermanischen nicht. Ich bilde das mal nach. Sie lassen einen Stein aus den Händen los, dann fällt er. Das kommt von Fallen. Aber Sie können eine Axt nehmen und einen Baum fällen. Der Stein fällt, ist genau die gleiche Lautumwandlung, aber kommt jetzt beim Stein von Fallen. Wenn der Baum fällt, weil er gefällt wurde, ist das Kausativ. Sie haben dafür gesorgt, dass der Baum fällt unter den Hieben Ihrer Axt. Sollten Sie nicht tun, haben wir ja gesagt, Sie sollten friedlich mit der Natur umgehen, aber so kämen Sie von dem einen Verb zum anderen, von einem Aktivum zum Kausativen. Und dafür gibt es im Hebräischen eine eigene Konjugationsform, das sogenannte Hifil, Kausativ. Und so müssten wir jetzt übersetzen. Velo tabienu, lass uns nicht kommen in Versuchung. Und es ist überhaupt nicht zu beanstanden. Es ist genau so, wie Jesus denkt. Lass uns nicht kommen heißt nicht unbedingt führen. Es ist wirklich kausativ. Verhindere nach Möglichkeit, dass wir in die Lage geraten. So wäre das völlig neutral.
Und die Versuchung, die dann auf dem Spiel steht, ist eine Möglichkeit unseres Verhaltens unter den Augen Gottes. Einen anderen Maßstab hätten wir nicht. Sie nicht die Mitmenschen, nicht die Zeitung, nicht die Verleumdungsindustrie, nicht die Klatschpresse oder das Getuschel auf den Rängen und Gängen. Der einzig wirkliche Maßstab zu befinden, wer wir sind und wo wir mit uns dran sind, wäre das Gegenüber Gottes. Und daran sollten wir keinen Zweifel setzen, darin nicht verwirrt werden. Jesus in Gethsemane wäre eine solche Momentaufnahme des Durcheinanders in Angst. Jesus mochte, dass das aufhört. Und dann sind wir jetzt ganz am Anfang. Gott hat ihm nicht erspart, nach Golgatha zu gehen, aber er hat ihm einen Engel geschickt, der ihn stärkte, all das durchzustehen, das jetzt kam. Das ist die sich erfüllende Vaterunser-Bitte im Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Und so müssten wir es verstehen. Am besten wäre, Gott ließ es dahin nicht kommen, dass wir in solche Unwägbarkeiten hineingelangen würden. Und am schönsten wäre es, er würde uns von allem Lastgewicht des Lebens befreien. Aber wir müssten dann dabei lernen und sagen, wenn es dahin käme, müssten wir nochmal sprechen, Psalm 23. Und müsste ich auch gehen durch Todschattenschlucht, so fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Es wäre die Erfüllung aller Gebete. Und es hätte damit zu tun, was vorher gesagt wird, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Auch daraus hat man eine furchtbare Moral gemacht. Und das ist dem Christentum, dem Kirchenchristentum, mehr anzulasten als alle Missbrauchsfälle heute. Es hat den Gott Jesu, die Güte, die wir brauchen, um zu leben im Hintergrund unserer Existenz, rückverwandelt in eine strafende Gerechtigkeit in aller Strenge. Gott straft. Das hat man zu Wagen gemacht aus der Botschaft Jesu, der bis zu seinem Tod hin genau das widerlegen wollte. Das kann schon passieren hier auf Erden, dann ist es eine Strafe Gottes, so hat die Kirche bis vor kurzem noch gepredigt. Lediglich, weil sie jetzt schwache Nerven kriegt durch eigenes Verschulden, wagt sie das nicht mehr so zu behaupten. Ich kann mich noch erinnern, 1962 wurde von einer großen Flut die Hansestadt Hamburg überschwemmt. Über 200 Menschen kamen dabei ums Leben. Und man wagte zu sagen, das ist eine Strafe Gottes. Ja, Hamburg, da ist ja, tja, die Reeperbahn, das erklärt's. AIDS brach aus in Los Angeles. Und man hörte sagen, das ist die Strafe Gottes. AIDS, das ist ja alles, was man nicht tun darf. So verbreitet sich's. Und natürlich Los Angeles. Dieser Irrsinn ist wirklich teuflisch, weil wir jetzt wieder einen Gott haben, wie Iblis im Koran ihn sich vorgestellt hat. Man muss das Böse bekämpfen, ausrotten, dagegen aufstehen. Strengste Strafen für das Böse. Das ist kein Gott im Himmel mehr, das ist der Teufel selber auf den Thron gehoben. Das ist die theologische Satanei von Leuten, die alles ganz richtig wollen. Man muss Goethe anders lesen. Da im Faust heißt es, ich bin die Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. Ich würde gern im Himmel mit Goethe darüber nochmal sprechen und sagen, es ist genau umgekehrt. Die wirklichen Tragödien stammen aus den Händen und den Seelen von Menschen, die unbedingt das Gute wollen und damit das Schlimmste anrichten. Ein Gott der Gerechtigkeit hat natürlich ein Dienstpersonal auf Erden, in den staatlichen Strafinstitutionen. Und die werden dafür sorgen. Die Autorität, Gott selber, die staatliche Autorität, ist beleidigt worden. Und jetzt muss sie sich rächen durch strenge Strafen. Ein Szenario von unglaublicher Brutalität. Das brauchen wir heute so nicht mehr. Wir können es ökonomisieren. Wir haben Überwachungsstrategien, wir haben Festhaltestrategien, in denen wir nicht mehr brutal in einer Szene vorführen müssen, wie schrecklich das Verbrechen war. Wir können es langsam hineinquälen. 15 Jahre können genügen. Das soll er jetzt nachdenken. Inzwischen brauchen wir auch keinen Gott mehr dafür. Als wir ihn noch nötig hatten, wohnte er in der Seele der Menschen. Und der Staat nahm sich von ihm her
die Legitimation über Menschen zu Gericht zu setzen. Wir selber fehlbare Menschen sind befugt, über Menschen zu Gericht zu sitzen, weil wir die Guten sind. Weil unser Gesellschaftssystem nichts dazu beigetragen hat, dass dieser Arme zum Kriminellen wurde. Schon mit dem Ladendiebstahl fing es hier an, da war er 15. Den Hintergrund müssen wir nicht wissen. Ladendiebstahl ist Ladendiebstahl. Eingetragen in die Bücher und jetzt mit 18 hat er wieder was getan. Da kann er nochmal vielleicht davonkommen, aber beim nächsten Mal nicht mehr. Eine Karriere ins Kriminelle. Wir die Guten, in unserem Namen geschieht das alles. Gegenüber den Bösen, die wir ausgemacht haben. Dafür haben wir sogar Psychiater, die ihr Gutachten vorlegen, die Kriminalpolizei, die dingfest gemacht hat. Die Anklage natürlich im Namen all der Guten, die im Staate sind und im Namen des Staates selber. Und dann eine Verteidigung, die sich bemüht, einschränkende Motive gegenüber dem Dogma der Willensfreiheit aufzubieten. Er war zu erregt, er hatte Neid, er fürchtete den anderen als Konkurrenten. Ja, da sehen wir es doch, er hatte nur sich selber im Sinn, er hat doch seine Frau nicht geliebt, nur sich selber. Das alles kommt nicht auf, wir wissen Bescheid. Und im Hintergrund den Albtraum eines Gottes, der nur so wäre. Wir müssen die Botschaft Jesu zurückgewinnen heute, wenn wir sprechen zwischen Tragödie und Erlösung. Unbedingt bis in diese Zonen hinein reicht es. Wir müssten über den Staat hinaus, über diese Welt hinaus an eine Güte glauben, die vergibt im Absoluten. Und bei dem bleibt, was jedes Kind wirklich braucht, wenn es zur Welt kommt. Ich hab dich lieb, weil es dich gibt. Eine Mutter müsste sehr leiden, wenn sie das nicht fühlen kann, nicht sprechen kann. Sie müsste selber vollkommen erdrückt sein und dann wäre ihre Niederkunft wie ein fremdes Schicksal, das sich biologisch als Tragödie in ihr und über sie aufführt. Normal ist es nicht und wieder gut zu machen, wenn es so käme, wäre alles. Was wir bräuchten, wäre eine quasi mütterliche Liebe, die umfängt. Absolut. Für die Tatsache des Daseins. Und dann müssten wir denken, weil das hier auf Erden, ich gebe zu, nicht gerade so häufig anzuschauen ist, eine Welt, in die wir eintauchen, jenseits der Endlichkeit. Wir begegneten wirklich Gott. Und er nahm uns bei der Hand. Es gäbe überhaupt kein Gericht in dem Sinne. Das Gute trennen vom Bösen. Strafen. Heimsuchen. Aufrechnen. Dieser Gott ist ein Popanz. Nicht nur der Endlichkeit, das wäre jetzt schon fast entschuldbar, sondern unserer selbstverschuldeten Kleingeistigkeit wegen des Ressentiments, das wir in Rechtschaffenheit umformen, eines Rachebedürfnisses, das wir als Gerechtigkeit kaschieren. Wir sollten uns nicht auf ewig das Recht nehmen, uns zu belügen. Damit wäre wirklich, wenn wir Abschied nehmen von dieser Welt, die verrückt genug ist, der Anfang einer Weisheit. Wir schauen jetzt mal wirklich hin. Das Erste mit den Augen des Engels Raphael oder mit den Augen Jesu wäre, den Menschen zu sehen als Verzweifelte und Hilfsbedürftige. Ein Dichter wie Stefan Andres konnte das mal sagen. Wir sind Utopia, heißt die Geschichte. Er lässt einen Schüler, einen Mönchsbruder, davon träumen, wie die Welt sein müsste, wenn sie ein Utopia wäre, eine Welt, die man sich vorstellen könnte, als wirklich aus der Hand Gottes hervorgegangen. Der spanische Bürgerkrieg geht daher. Er selber hin und her geschlagen. Aber er lernt dabei, dass wir Gottes Utopia sind. Es gibt nur diese Welt. Und auf diese Welt kommt Gott immer wieder. Zu trocknen unsere Tränen. Zu heilen unsere Wunden, reifen zu lassen, das beinahe Erstickte und im Boden gebliebene, aufzuheben das Verletzte, in die Schönheit zu bringen das Verkrüppelte. Dazu könnten wir auf Erden, so gut es ginge, beitragen. Und da es nur abbruchhaft, nie vollständig, immer mehr nur im Gleichnis als in der Wirklichkeit sich aufführt, könnten wir denken, das käme mal zum Abschluss. Das wäre dann unser Bild zum Himmel. Gott straft nicht. Die einzige Art, wie er das tun kann, ist, dass er uns an uns selber reifen lässt. Das erzählen mir viele Leute.
Sie sitzen nicht wie der Erpel am Straßenrand, vier überfahrenes Weibchen, aber sie gehen zum Friedhof für jemanden, der vor ihnen gestorben ist. Auf den Totenzetteln steht, wir sind dankbar, wir nehmen deine Freude mit, wir bleiben ewig da, wo du bist, sind auch wir oder umgekehrt. Die Wahrheit ist, man fängt an, ehrlicher zu werden. Je älter man wird, je mehr man reift, trägt die Erinnerung klarere Züge. Es ist, wie wenn wir ein Bild renovieren würden. Es hat sich überlagert, es ist sogar mit falscher Chemikalie renoviert worden. Und wir müssen all die Fehler abtragen und die Urgestalt wiederfinden, die einmal als ein Fresko an die Kirchenwand gemalt wurde. Oder in Ellora und Ajanta in Indien habe ich die Tempel der Buddhisten da gesehen. Wunderbare Bilder. Ende der 90er ist die indische Regierung rangegangen, die zu erneuern. Die Zerstörung war so groß, wie kein Atembefall in den Höhlen es hätte hinbekommen können. Dennoch, wir können ahnen, was gezeichnet ist. Vom Buddha dieses Mal. Wie er eine Lehre hat, so einfach, wie wenn ein Knoten sich löst. Ein Gesicht, das mitleidvoll sein kann in einer bestimmten Perspektive, gleichmütig scheint in einer anderen und fast lächelnd die Welt überwindend in der richtigen Betrachtung. Ein Reifen in Güte. Wir können nichts ungeschehen machen, was passiert ist, aber wir können im Austausch miteinander aus den Fehlern lernen und sie überwinden, indem wir überhaupt merken, was die Wahrheit war. Wir gewinnen dabei unsere eigene. Das wäre der Himmel, wenn wir ihn begreifen. Zwischen Tragödie und Erlösung, zwischen Tobit und Raphael oder Jesus und der Ehebrecherin, zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen den Menschen an unserer Seite und denen, die uns wieder begegnen, in jener anderen Welt. Es war, glaube ich, schon mal in Burgrotenfels, aber wenn wir schon beim Renovieren sind, können wir auch eine Wiederholung, ein Revival starten, um zu erläutern, was ich zu erläutern hatte oder versuchte. Erinnere ich mich einer kleinen Passage im Kaufmann von Venedig aus der Feder William Shakespeares um 1600. Die Rede geht von einem Kaufmann, der in der Handelsstadt Venedig einsam ist, weil er ja nur ein Jude ist, der seine Tochter Jessica verheiraten möchte mit einer Frau, die zu ihm passend ist, einem anderen Juden. Aber diese Treulose muss einen Dogen lieben, ein Venezianer, ein Christen. Dagegen hat er alles. Dafür will er sich rächen. Und er hat ein Mittel. Einer der Dogen, gerade derjenige, der sich verliebt hat in die Jessica, musste Kredite aufnehmen, wie das Handelsgesellschaften immer wieder mal müssen. Und er, der Jude, hat ausgemacht mit dem Christen, dass ein bestimmter Zahltag für die pünktliche Rückzahlung des vorgeschossenen Kredites festgesetzt wird. Da muss er zahlen, alles ohne Aufschub. Oder er hat das Recht, 1 Kilo Fleisch aus seinem Körper zu schneiden in der Nähe seines Herzens. Das ist ein unglaublicher Vertrag, aber er ist rechtsgültig eingegangen worden und er besteht. Ein Sturm vernichtet die Schiffe, der Kredit ist nicht zurückzuzahlen. Alle flehen den Juden an, Menschlichkeit walten zu lassen. Er aber besteht auf das geschriebene Gesetz der Stadt Venedig und er hat ein Recht, dass es eingehalten wird. In dieser unglaublichen Szenerie verkleidet sich eine Frau in die Gestalt eines Richters und tritt dem Juden Shylock gegenüber mit Worten, die ein letztes Mal ihn retten sollen vor sich selber, vor seiner Erniedrigung, vor seinem Hass, vor seiner Entwürdigung, von seiner Rachsucht. Das Wort der Gnade steigt vom Himmel wie der Regen nieder auf die Erde unter ihr. Zweimal
gesegnet. Sie segnet den, der gibt und den, der nimmt. Das Zepter ist das Zeichen nur der Macht, der wir Respekt und Gehorsam schuldig sind. Doch Gnade ist das Zeichen Gottes selbst. Und umso näher steht ein Thron dem Himmel, als Gnade neben ihm. Darum bedenke dies, dass unser Keiner ohne Fehl geboren ist. Wir alle beten um Gnade. Darum muss dies Gebet uns lehren, auch der Gnade Werk zu tun. Auf Burg-Rothenfels wäre jetzt eine Mittagspause, ein schöner Nachmittag und noch eine Abenddiskussion. Das alles werden wir nicht haben digital, aber ich wünsche Ihnen, dass noch ein schöner Sommer Ihnen bevorsteht und die ganze Zeit, vielleicht im nächsten Jahr auf Rothenfels, werden wir uns wiedersehen, sogar live, wie man zu sagen prägt, von Angesicht zu Angesicht. Stellen Sie sich vor, wir dürften uns die Hände geben, wir dürften uns in den Arm nehmen, wir dürften wieder Menschen sein. Nicht, weil wir Corona überwunden hätten, das werden wir nicht. Wir werden dann, wenn wir im griechischen Alphabet weiterzählen, von der Delta-Variante oder Mutante, Delta geht jetzt weiter im griechischen Alphabet, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Jota, wahrscheinlich bei Kappa angekommen sein. Die Kappa-Variante hätten wir dann, wie auch immer. Wir hätten vielleicht aufgehört, voreinander Angst zu haben, weil wir nur krankheitsgefährdete, kurzlebige, im Naturhaushalt Übergangswesen befindliche Menschen wären. Und jeder wüsste vom anderen, er braucht unsere Liebe, unseren Beistand, unsere Begegnung, weil er das weiß. Unendlich noch viel mehr. Und er flöhe in die Arme des anderen, um da Schutz zu finden, mehr als in die Maske, die ihm verordnet wird unter irgendeinem kryptischen Namen. Ich weiß bis heute nicht, was, wie heißt das, HTP, irgend so. Es soll uns schützen, ja, kann es eigentlich gar nicht. Es verbreitet trotzdem, na gut, die haben das alles gelernt, bevorlicht beibehalten. Ich wollte wünschen, dass das im nächsten Juli des kommenden Jahres 2022 nicht vorbei wäre, das kann es gar nicht. Aber in Umgangsformen mutiert wäre, die menschlicher sind. Hiermit verabschieden wir uns voneinander und behalten einander bei in Erinnerung. Denken Sie an Tobit, an die Botschaft Jesu, an Shylock. Denken Sie an Iblis, an Ahab, an Truman Capote, an Melville. Denken Sie an so vieles, was Sie heute Nachmittag sehen werden, wenn Sie auf die Straße gehen oder auch nur ins Fernsehen schauen. Wie erlösen wir die Welt vom Wahnsinn, der Angst ihrer eigenen Endlichkeit? Sie sind unendlich kostbar. Dankeschön.